Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Mongols Jakob von den Frakter und ich bin wieder in Mittelerde in Third Age in Teil und Herrsche. Beziehungsweise es heißt ja Divide and Conquer, also Teil und Erobere. Ich sag euch die ganze Zeit das lateinische Motto Divide et Impera. Ja. Ja, ist auch egal, es kommt letztlich aufs Gleiche raus. Mir gerade irgendwie so bewusst geworden, so, warte mal, die Submodder ist doch die beiden Conquer. Warum sag ich Teil und Herrsche? Ey, egal. So. Ihr Schofsäckel. Seid mal voll in die Fall getappt. Heute fließt der Fluss da. Rot. Gut. Nachtschlacht wäre natürlich cool gewesen, aber warum auch immer er das nicht kann. Egal. 254. Da ja den ihre große Truppe mich angreift, ist mir das so völlig recht. Und mein kleiner Trupp hat mir die ganze Zeit Rücke frei gehalten. Das heißt, ich muss mich jetzt wirklich nur mit denen schlagen, die auf der anderen Flussseite rumgammeln. Finde ich gut. Einhalten. Das wird lustig. Das wird lustig. So. Ist gemein. So. The enemy have brought up more men. Wir laufen gleich gegen eine massive Mauer aus Holzstöckchen mit spitzen Ende. Ich glaube, das wird meine Lieblingsbrücke. So, warte mal ganz kurz, ich muss die Bogies finden. Das ist in den Gewusel immer so ein Problem.
Na, ich glaube, die haben gerade die angespitzten Pfähle gefunden. Was? Wo schießt denn da jemand? Tatsächlich. Thank you.
Also den dicke Panzer, den Bodyguards, da wollte ich auch nicht auf offenem Feld begegnen. Eigentlich sollte meinen Leuten nichts passieren, meinen Reitern. Auf jeden Fall fürs Training meiner Bogenschützen war das sehr gut. Ich habe natürlich trotzdem ziemliche Verluste erlitten bei meinen Speerträgern, aber insgesamt bei einer offenen Feldschlacht wäre das natürlich ganz anders ausgegangen. Da wäre kaum was von meiner Armee übrig geblieben bei so starken Gegnertruppen. Zumal hier diese schwere Bodyguard, hier Leibwachenkavallerie, ist ja verheerend. Die haben ja den Beschuss von einer halben Armee Bogenschützen einfach so mal weggesteckt. Das hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Ohne die hier angespitzten Pfähle und den Speerträgern hinten dran. Jo, auf jeden Fall, so war es natürlich angenehm von den Verlusten. Also es war erträglich. Und das hat die Gegner auch hoffentlich jetzt mal was gekostet. So dass wir jetzt danach, nach der Eroberung der Stadt, zügig hoffentlich voranschreiten können. Your orders, without question, as you wish. Who do you want dead? I cannot go there, sir. Tomorrow's journey planned out, sir. Die Jungs stehen echt schon. Das ist mal ein Gegner. Also ich habe immer noch meine Zweifel, ob wir das schaffen können. Wenn es nicht eine Menge Brücken gibt, wird ja schwierig, ja. Wie auch immer, wir sehen uns hier wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.